Leitstelle. Der Notruf kommt aus einem Labor. Guter Ruppe, aus einem Labor. Am Ortsausgang York, rechts ab. Leitstelle für 614? Leitstelle. Bitte wieder Bodsee. Ach, war ja klar. Hallo? Polizei! Thomas ist da, bitte. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Notrufzentrale. 614 vor Ort, wir brauchen einen Notarzt. Thomas? Verstanden. Messer fallen lassen. Bei diesem Einsatz vor einem Jahr dort gar nicht zuständig, oder? Sie befanden sich also jenseits Ihres Einsatzbereiches. Bei so einem Notruf fragt doch niemand nach Zuständigkeit. Die Direktionen arbeiten zusammen. Beim KDD müssen wir oft improvisieren. Der Tatort und das umliegende Gelände sind schwer überschaubar für eine einzelne Person. Herr Verteidiger, Herr Möckel, spielen Sie schon wieder die alte Platte. Ein Unbekannter hätte Tanja Rehl jetzt angegriffen. Ich habe mit einem Mann gekämpft. Dieser Mann war maskiert und tätowiert am Oberarm. Ich habe ihm das Messer abgenommen und dann wollte ich mit Tanja... Herr Lichter, Ihre Aussage kennen wir bereits. Frau Kohr, haben Sie außer dem Beklagten vor Ort noch jemanden bemerkt? Nein, vor Ort waren nur der Beklagte und das Opfer. Die letzten Worte des Opfers waren, Thomas ist hier. Und als er mich entdeckt hat, ist er geflohen. Weil Sie auf mich geschossen haben. Herr Lichter, beruhigen Sie sich. Es war ein kontrollierter Warnschuss. Herr Lichter hatte die Tat. Mein Mandanten war so eine Unbekannte. Flucht scheint mir daher wohl die richtige Entscheidung. Bitte. Eine Festnahme war Ihnen nicht möglich. Das hat später die Fahndung erledigt. Danke, Frau Kohr. Keine weiteren Zeugen. Die Beweislage scheint uns eindeutig. Gut. Wir setzen dann in einer Stunde fort. Wiedersehen. Wiedersehen.
Hier, schwarz, mit einer Spur Zucker. Ich weiß, du liebst Pappbecher. Freut mich, dich zu sehen, Sarah. Gut siehst du aus. Warum befragst du nicht den Kollegen von der Fahndung? Die Beweisaufnahme ist ein Durchmarsch. Die Verhandlung kann nur mit lebenslänglich enden. Ich brauche da jetzt keine Irritation. Irritation? Der Fahnder hat die Festnahme durchgeführt und das Messer sichergestellt. Das steht in den Akten, das reicht mir aus. Ich will jetzt nicht die Kontrolle verlieren durch jemanden, der sich selbst nicht unter Kontrolle hat. Und wenn du magst, dann können wir ja anschließend wir zwei was essen gehen. Hm? Wie geht's in deiner Familie? Frauen, Kinder, okay? Ich denke jeden Tag an dich. Seit damals. Jeden Tag, Sarah. Seien Sie vernünftig, Herr Lichter. Sie glauben mir nicht. Oh, Klartext jetzt. Nur ein Geständnis hilft Ihnen noch weiter. Sie brauchen die Sache ist gelaufen. Im Moment. Nein, danke für Ihre Hilfe. Lichter! Um Gottes Willen! Herr Lichter, das machen Sie nicht unglücklich. Halt's Maul, sonst sind Sie tot! Gib mir den Schlüssel. Den Schlüssel vom Versorgungsgang. Los, komm! Herr Lichter, jetzt hören Sie mir zu. Nehmen Sie mich als Geisel. Lassen Sie. Frauen überleben Geiselnahmen häufiger als Männer. Die Hände. Weg damit. So, die Tür. Aufschließen, schnell. Warum machen Sie das? Ich bin unschuldig. Sie sind ein Idiot. Komm, weiter. Los. Müssen. Ist so ein Versagen denn so fassen, Mensch? Liebknecht, Fahndungsgruppe, wir haben eine Lage. Bewaffnete Geiselnahme, Amtsgericht. Geschädigt ist seine Kollegin, Sarah Kohr. Rechts! Sie fahren. Komm, gib mir den Schlüssel. Verschwinden Sie. Los, hau ab, Mensch, hau ab! Fahr los, Mensch! Wird reichen, keine Sorge. Ist nicht weit. So, jetzt rechts weg. Ins alte Land. Aussteigen, los. Den Schlüssel mit. Kommen Sie her. Schließen Sie die Handschellen auf. Los. Haben Sie schon mal eine Pistole benutzt? Wenn Sie tun, was ich sage, dann passiert nichts. Das haben Sie sicher auch zu Ihrer Assistentin gesagt, oder? Ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich habe gesehen, zu was Sie fähig sind. Den Scheißdreck haben Sie gesehen. Es gab keinen Grund, Tanja umzubringen. Haben Sie sie geliebt? Nein. Sie lieben Ihre Frau. Die Affäre musste weg. Der Streit ist eskaliert. Richtig? Sie reden zu viel. Los, rein da. Thank you.
nicht nochmal! Rein da, los! Handschellen anlegen, los! Sie werden es überleben. Versprochen. Ich scheiß auf Ihr Versprechen. Was machst du hier bei uns? Mein Angeklagter ist geflohen. Ist das wahr? Du hast dich als Geisel angeboten? Frau Mehringer, können Sie denn? Gleich. Was passiert als nächstes? Du holst die Kinder vom Tennis ab und ich mache meinen Job. Essen ist im Kühlschrank. Wir nehmen meinen Job nach der Kinderpause genauso ernst wie deinen. Erinnerst du dich? Wir brauchen aktuelle Bilder von deinem Angeklagten und der Polizistin. Besorg ich. Kennst du sie? Sie war eine Zeugin. Eine Entführung, alle Achtung. Was hat er vor? Ich glaube nicht, dass Ihr Mann einen Plan hat. Er ist nicht hier. Es ist eine Routine. Danke für Ihr Verständnis, Frau Richter. Wollen Sie mir nicht Ihre Karte da lassen? Selbstverständlich. Bitte sehr. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Frau ist bereit, ihren Mann zu verraten. So viel zu dieser Ehe. Die Lichter sind geschieden. Beschleunigt das Verfahren. Hätten Sie das an Ihrer Stelle anders gemacht? Thank you.
dein Handy haben? Gott, bin ich froh. Danke. Hier. Zucker? Ist drin. Keine Spur von Lichter. Der ist weg. Vielleicht bei seiner Frau. Alleine kommt er nicht weit. Die Fahndung war schon bei ihr. Die sind jetzt am Bootslager. Die Kollegen wollen noch mit dir sprechen. Aber ich fahre dich nach Hause, wenn du möchtest. Neu? Das Auto? Nee. Gut gepflegt. Also, wohin? Das Auto war nicht gepflegt, vollgemüllt war das. Der Fluchtwagen? Das war ziemlich runter. Außer der Kofferraum, der war sauber. Aber das ist doch das Erste, wo man Sachen reintut, in den Kofferraum. Der Typ vom Innenhof, vom Gericht, der Besitzer von dem Wagen, habt ihr den? Sarah, das ist nicht dein Fall. Da stimmt was nicht. Jetzt fünfmal erzählt und sogar unterschrieben. Kann ich jetzt bitte einfach nach Hause? Das wird wohl eher nichts, Herr Vogel. Beihilfe zur Flucht ist eine Straftat. Und? Der hat eine Waffe an ihrem Kopf, Herr J. Deswegen bin ich ja so kleinlich. Mein scheiß Kofferraum war aufgeräumt. Na und, das ist doch kein Fehler. Ich habe Ihnen im Innenhof gesagt, Sie sollen verschwinden. Erinnern Sie sich? Ja. Sind Sie aber nicht. Erst als Thomas Lichter Ihnen gesagt hat, Sie sollen abhauen. Ich war total erschrocken. Ja, weil er schon eine Geisel hatte. Ich hab damit nichts zu tun. Ach, kommen Sie. Sie sollten in den Kofferraum die Geisel spielen. Sie haben mit dem Schlüssel im Innenhof gewartet. Das war kein Zufall. Woher kennen Sie Thomas Lichter? Er war gut zu uns. Zu unseren Bäumen. Was? Apfelbäume. Wir hatten eine marode Plantage übernommen und vollkommen überdüngt, ruiniert. Über Jahre nichts geerntet. Hat ewig gebraucht, den Boden zu regenerieren. Das Labor Lichter macht jeden Tag Analysen. Obst und Boden. Das ist sein Job, Herr Vogel. Keine Ernte, kein Geld. Wir waren blank. Und da war Thomas der Einzige, der in dieser schweren Zeit zu uns gehalten hat, ohne teure Rechnungen zu stellen. Thomas, das ist ein Guter. Wir wurden Freunde. Wie hatten Sie Kontakt? Er hatte keinen Besuch in der U-Haft. Wie haben Sie das angestellt? Wie haben Sie sich verabredet? Ich habe da einen anderen Insassen besucht. Der hatte mir geschrieben und über den lief das dann. Schreiben Sie den Namen auf. Kennen Sie seine Frau? Nein, er ist immer alleine auf unseren Hof gekommen. Und sie war auch nicht dafür, dass wir Zahlungsaufschub bekommen haben.
Die sind sehr verschieden, die Lichters. Inwiefern? Ihm geht es um die Sache. Und ihr wohl nur ums Geld verdienen. Das war auf jeden Fall immer unser Eindruck. Mehr weiß der Komplize nicht. Ich fahre dich heim. Sie denken quer. Das ist gut. Die ganze Flucht war geplant, alles. Auch dass der Fahrer nicht wusste, was sein nächster Schritt ist. Ja. Schlimm? Ich will einsteigen. Einsteigen? In was? In die Suche, in den Fall. Ich will zur Fahndung. Bring mich da rein. Auf keinen Fall. Das kommt nicht in Frage. Du bist befangen, Sarah. Motiviert bin ich. Nein! Der hat mir eine Waffe an den Kopf gehalten, mich in den Kofferraum gestellt. Alles, aber tu mir das nicht an! Ist es wegen ihr? Wegen deiner Frau? Wir haben eine Gefährdungslage, ein Formular für die Verwaltung, zwei Stempel und meine Unterschrift. Willkommen in der Fahndungsgruppe, Frau Kohr. Kadedela werden ja dauernd ausgeliehen. Willst du deinen Scheißbeklagten finden, ja oder nein? Meine Spur ist die einzige, die ihr habt. Ja oder nein? Ich kenne dich und ich kenne meine Frau. Ihr seid nicht gerade ein Dreamteam. Und? Und? Du wirst dir nichts sagen lassen, sie wird mit dir einen Streit anfangen. Und am Ende... Was? Du bist nun mal impulsiv. Wir haben uns Jahre nicht gesehen. Sag mir nicht, wie ich bin. Gibt's ein Problem? Nein, sie ist nur wütend. Eigentlich ist das Beste, was uns passieren kann. Komm, Thomas, ich habe uns was gekocht. Und dann erzählst du mir, was du vorhast. Ich werde dir nichts sagen, Götz. Ist zu gefährlich. Ein Tod ist genug. Okay, über Verstärkung freuen Sie sich eher nicht. Egal, was kommt, die Zeit halte ich auch noch durch. Sie verlassen die Fahndung? Liebknecht geht in Pension, Dienstalter bedingt. Und Sie beerben ihn, nehme ich an. So ist der Deal. Er ist schon lange krank, wir ziehen ihn mit. Alkohol? Parkinson. Aber statt den Hut zu nehmen, will der alte Mann durchhalten. Das ehrt ihn. Finde ich gut. Bevor wir anfangen, haben Sie ein Problem mit mir? Sie meinen außer der Affäre mit meinem Mann? Das ist ewig her. Ich dachte, Anton hätte Ihnen nie was gesagt. Anton ist doch leicht zu durchschauen, Frau Kohr. Finden Sie etwa nicht? Und habt ihr was gefunden? Ja, das sichergestellte Fahrzeug kommt in etwa 10 Minuten. Okay. Dieser Ort macht nur Sinn für einen Fahrzeugwechsel. Lichter ist längst über alle Berge. Wir weiter in den Ring. Bundesweite Fahndung und Kontakt zu Interpol. Er musste improvisieren. Um keine Spuren zu hinterlassen. Hey, wo wollen Sie hin? Ja.
Jetzt entspann dich, Thomas. Keiner weiß, dass du hier bist. Willst du ein Glas Rotwein? Ich finde Hotelkette. Ist die U-Haft überfüllt, übernehmen wir ein paar von den Sportsfreunden, bis wir ausgebucht sind. Sieht gar nicht überfüllt aus. Es ist auch gerade Essensausgabe. Fütterung. So, welche Zelle zuerst? Jakub Romanowski. Romanowski. Kein Hunger? Das Abendmahl überlass deinen Feinden. Chinesisches Sprichwort? 3 Jahre Kantinenerfahrung hier. Man munkelt, er ist weg. Darum sind sie hier. Sie sind Freunde? Gemeinsame Interessen? Wirklich? Welche? Körperkunst? Tätowierung. Er hat keine, soweit ich das sehen konnte. Ich habe ihm einen Gefallen getan und Besuch von seinem Kumpel gehabt. Dieser Kumpel hat ihm zur Flucht verholfen. Das ist die Definition für Ärger, Jakob. Ich habe meine Zeit hier abgesessen. Ich komme in 6 Tagen auf Bewährung raus. Dann erzählen Sie mir einfach keinen Scheiß. Thomas hat sich für Tätowierungen interessiert. Es ging ihm um so eine Oberarm-Tätowierung. Sowas wie ein Totenkopf mit einem Messer durch den Schädel. Was Streetgangs so haben. Okay, Sie haben ihm geholfen. Wie? Sie kommen in 6 Tagen raus. Dann nehmen Sie Ihr illegales Smartphone sicher mit, oder? Sie zeigen es mir oder dem Beamten. Nach der Durchsuchung Ihrer Zelle. Das ist Ihre Entscheidung. Hier ist kein Empfang. Nur auf dem Sportplatz. Ich kick hier immer vormittags. Thomas stand währenddessen in der Ecke und war mit dem Ding im Internet. Sie können sich einloggen, das Passwort ist gespeichert. Jeden Tag, immer vormittags, für seine Recherche? Ja, anfangs für den Brief. Was für ein Brief? Thomas hat seiner Frau Briefe geschrieben, per E-Mail. Und gemeinsam haben Sie nach einem bestimmten Tattoo gesucht. Wie lange ist das her? 3 Monate. Das war an meinem Geburtstag, das weiß ich noch ganz genau.
6. Juni, falls Sie mir mal eine Postkarte schicken wollen. Und der Besuch von seinem Kumpel, war der davor oder danach? Danach. 6. Juni. Mal sehen. Ich habe eine Spur. Ich kann meine Unschuld beweisen, dir und allen anderen. Was hat er am 6. Juni entdeckt? Er hatte plötzlich kein Interesse mehr an dem Handy, hat mir auch fast alle Tattoo-Magazine wiedergegeben. Und kaum noch mit mir geredet. Moment mal, was heißt fast alle wiedergegeben? Eins nicht. Sogar auf, bevor er flieht. Sie haben ja Nerven. Thomas Lichter ist hier, irgendwo im alten Land. Wie kommen Sie darauf? Ein Seefunkgerät hat an Land einen Radius von 50 Kilometern, mehr nicht. Was? Lichter sucht nach Spuren, nach einem Tattoo, nach einem Täter. Ich muss in die Ermittlungsakte gucken. Kollegen Liebknecht erreiche ich nicht. Verstehe. Sie wollen zu meinem Mann. Nein, ich möchte Sie bitten, in die Ermittlungs- Nur der Staatsanwalt hat die Akte. Worum geht's hier wirklich? Es geht um unseren gemeinsamen Job. Er ist nicht hier. Tut mir leid. Sie müssen den Abend allein verbringen. Ihr seid getrennt? Was machst du denn hier? Arbeiten. Ganz schön hellhörig. Ja, ist ein bisschen eng hier. Aber so bin ich nah bei den Kindern. Hier. Sie weiß Bescheid, Anton. Sarah, ich habe dich so gebeten, dich da rauszuhalten.
Hier, guck mal. Das gleiche Tattoo. Der unbekannte Angreifer? Hier das Kürzel. BT. Ich finde heraus, wer das Foto geschossen hat. Vielleicht weiß derjenige mehr. Wie schon los? Du hättest dich heute im Gericht austauschen lassen als Geisel. Ich hatte Angst um dich. Ja? Doch ein bisschen hellhörig. Schlaf gut. Bertram Temme? Kommen Sie ruhig näher. Sag mir nichts, nein. Thomas Lichter war sicher nicht hier. Er interessiert sich für Ihre Arbeit. Frau Kor, ich bin neugierig, worum es geht. Es geht um diese Kerle und um das Tattoo hier. Von welcher Abteilung sind Sie? Es geht um einen Mord. Warum wundert mich das nicht? Hamburger Street Gangs. Darum ging's damals in meiner Reportage. Ist allerdings schon eine ganze Weile her. Kommen Sie noch mal rüber. Das ist es noch nicht. Da. Was bedeutet dieses Tattoo? Jede Gang hat das. Manche Stiche sind sogar ausgesprochen kunstvoll. Ein Bilderdienst hat die Bilder wahrscheinlich später weiterverkauft. Der Kurier endlich. Haben Sie den Namen? Nein. Könnte ich aber sicherlich rausfinden. Tun Sie mir den Gefallen? Hier. Das ist die Nummer, unter der bin ich zu erreichen. Ich muss herausfinden, wo die Kerle jetzt stecken. Treppe? Da. Unbewaffnet. Sie schießen nicht.
Anton, ich hab ihn. Du hast Thomas Lichter? Aber wir haben ein Problem. Er ist verletzt. Dann bring ihn hierher, in seine Zelle, sofort. Du bist in der JVA? Ja, Todesfall, Suizid, Jakob Romanowski. Du hast den Mann besucht. 6 Tage vor der Entlassung bringt sich keiner um. Sarah, wo bist du? Thomas Lichter wurde angeschossen. Was? Wer hat ihn angeschossen? Wahrscheinlich dieselben Leute, die auch Romanowski umgebracht haben. Die Zelle ist nicht sicher. Ja, zur Not stellen wir ihn unter besonderen Schutz. Jetzt tu, was ich dir sage. Er ist mir entwischt. Wohin bringen Sie mich? Das sagen Sie mir. Sie fassen ja nichts mehr an. Die Rechtsmedizin holt die Leiche zur Obduktion ab. Sie hatte ihn, aber er ist entwischt. Du glaubst der Frau? So nah dran wie Sarah, immerhin Frau Kohr, war bisher keiner von uns. Sie hält sich nicht an Dienstverordnungen. Deshalb hat sie ihn aufgespürt. Was ist, wenn stimmt, dass Thomas Lichter im Moment nirgends sicher wäre? Du bist nicht objektiv, Anton, das wirst du kaum bestreiten. Aber du schon. Hier rechts, oder? Hier rechts und dann sind wir gleich da. Frau Kohr. Ach, Herr Mehringer. Ja. Anton. Ich suche Sarah. Vorsicht. Ich wusste gar nicht, dass die zwei sich wieder sehen. Freut mich aber. Naja, also so ist das nicht. Nee? Moment. Entschuldigung. Dann kann ich Ihnen natürlich die Telefonnummer meiner Tochter nicht geben, wenn sie den Abstand möchte. Also, wissen Sie, wo sie ist? Meine Tochter teilt sich mir nicht gern mit. Erinnern Sie sich nicht? Ja, es könnte doch sein, dass sie um Hilfe bittet. Ich glaube, Ihre Mutter bittet Sie als Letzte um Hilfe. Ja, nicht die Mutter, die Ärzte. Wie viele Schüsse haben Sie gehört? Einen oder zwei, mehrere? Es hat mehrmals geknallt, nachdem sie raus war. Er ist hier aufgetaucht, aber warum, wissen Sie nicht? Vielleicht aus demselben Grund wie Ihre Kollegin? Frau Kohr ist nicht unsere Kollegin. Ist das auch von Ihnen? Ja. Eine Straßengang. So eine Art Freundeskreis mit Kampferfahrung. Rufen Sie an, falls sie wieder auftaucht. Die Frau steht auf der Fahndungsliste. Wie bitte? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Haben Sie Verbandszeug? Sie helfen mir. Was ist passiert? Thomas! Irgendwo hier draußen. Erst auf Thomas Lichter geschossen, dann brennt sie mit ihm durch. Bin ich der Einzige, dem das komisch vorkommt? Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, dass die Frau uns die ganze Zeit was vorspielt? Nein. Warum konnte Thomas Lichter aus dem Gericht fliehen? Hm?
Wie fing alles an? Lichter hat Sarah Kors Waffe an sich gebracht. Es ist Zeit, die Sache mal anders durchzuspielen. Auf welcher Seite steht Sarah Kors? Das ist kompletter Unsinn. Wir beruhigen uns jetzt. Wieso beruhigen? Wenn Ihnen das zu aufregend ist, Herr Liebknecht, dann angeln Sie doch jetzt schon am Gardasee. Dafür hat jeder Verständnis. Bodensee und ich angle nicht, ich werde züchten. Und apropos Verständnis. Ich verstehe Ihre vehemente Ablehnung der Kollegin nicht. Was läuft denn da? Der Mann mit dem Tattoo hat Tanja umgebracht, nicht ich. Ist ja gut. Ich glaube ihm. Und drücken. Sie haben das Tattoo gefunden. Jetzt sind die hinter Ihnen her, weil Sie nicht mehr hinter Gittern sind. Los. Hoch mit ihm. Hoch mit ihm. Der braucht einen Arzt. Verschwinden jetzt. Aber sie schlafen eine Weile. Können Sie behalten? Sie ziehen ja Ihre Mutter damit rein. Warum riskieren Sie das alles für Thomas? Warum riskieren Sie Ihren Job? Wozu? Der Staatsanwalt Götz. Ich habe sie im Gericht beobachtet. Er ist verliebt in sie. Eine halbe am Morgen und eine ganze am Abend, aber nicht mehr als zwei am Tag. Ja? Auf Wiedersehen. Vielleicht hat der recht. Womit? Dass Anton dich liebt. Ist das jetzt deine Art von Fürsorge, Mama? Das war Sex, mehr nicht. Ich bin müde, ich war jetzt nach Hause. Guckst du dir seine Wunde nochmal an? Ach ja, unter der Nummer bin ich im Moment zu erreichen. Gern geschehen, Sarah. Das kann mich meine Zulassung kosten. Aber sowas ist ja immer egal. Oder nehmt euch wirklich beide nichts. Dann nehmen wir uns beide nichts? Redest du gerade vom Papa oder was? Komm, lass gut sein jetzt, ich bin müde. Ist mir rausgerutscht, okay? Ist dir rausgerutscht? Papa ist 20 Jahre tot und es rutscht dir immer wieder raus. Papa war krank, Tablettensucht ist eine Krankheit. Stell dir vor, das weiß ich. Ich komme übermorgen zurück und schaue mir die Wunde an. Gute Nacht. Gute Nacht, Sarah. Gute Nacht. Hey. Ich trau Ihnen nicht. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Warum steht der Kahn trocken? Wir wollten ihn reparieren damals. Aber Thomas. Thomas hat das Boot fallen aufgegeben. Warum? Die Gnädigste kann nicht schwimmen. Seine Ex-Frau? Ja. Das war's dann mit unserem gemeinsamen Traum auf dem Wasser. Ist schade. Ist wirklich schade.
Jakob Romanowski, der war schon tot, bevor er hing. Das heißt, es war kein Suizid, ein Tötungsdelikt. Ihr habt recht. Die Nummer ist größer, als wir dachten. Das? Früher waren alle Obstbäume im alten Land so groß wie der hier. Haben die Bauern alles weggehauen. Heute gibt es nur noch diese Bonsai-Plantage, soweit das Auge reicht. Und wissen Sie warum? Für die Pflücker. Jetzt kann keiner mehr von der Leiter fallen. Tolle Geschichte. Sagen Sie mir, dass Ihre Geschichte besser ist. Wenn es soweit ist, ist es Ihre Geschichte. Versprochen. Die Gang gibt's heute nicht mehr so. Einer hat sich totgefahren beim illegalen Rennen. Und die anderen? Früher brutale Schläger, heute gut situiert. Loré Chemicals. Französischer Mischkonzern. Hat von der Zahnpasta bis zum Nervengase ziemlich alles im Programm. Und deinen Firmensitz in Hamburg. Pflanzenschutz und Düngemittel. Was haben die vier Jungs damit zu tun? Zumindest einer von denen, der arbeitet im Personenschutz bei Loré Chemicals. Ein Apfel? Danke. Man sieht sich. Das heißt, wir müssen unbedingt unsere Ernte schützen mit Pflanzenschutz. Ob nun chemisch oder biologisch ist das ja. Ja, und du redest immer sehr bei. Sehr gut. Ah, ist klar. Frau Kur, kommen Sie bitte. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Ziehen Sie ein oder aus? Bonuszahlungen werden dieses Jahr in Quadratmetern beglichen. Und Lage. Sie sehen mich begeistert. Bitte. Ihr Anliegen betrifft vielleicht eher die Personalabteilung. Weil Sie nichts wissen über ehemalige Schläger in Ihrem Sicherheitsteam? Frau Kohr, ich prüfe die Vita jedes Bewerbers. Vorstrafen werden nicht akzeptiert. Und Jugendstrafen sind gestrichen? Jo. Dann sollten diese Menschen aber auch die gleichen Chancen haben. Oder bessere Chancen? Weil sie es mit dem Gesetz nicht so genau nehmen? Frau Kur, wir sind nicht die Mafia. Loré Chemicals ist ein Global Player und wir sind sowas wie die kleine deutsche Außenstelle. Meine Abteilung schützt die Forschung, den Vertrieb, die Geschäftsführung. Ich versuche nichts zu versauen und für die Bosse gut auszusehen. Das war's. Worum geht's genau? Persönlich bekannt? Wissen Sie was? Lassen Sie mir die Bilder da und ich komme auf Sie zu. Wann? Sobald sich das Chaos hier gelichtet hat. Versprochen. Was interessiert Sie an den Männern? Bekommen wir ein Problem? Engagiert sich der Konzern irgendwie im alten Land? Naja, Obst. Obst natürlich. Die Loré Chemicals stellt Insektenschutz her, Kunstdünger. Wir sind Marktführer. Aber was hat das mit der Sache zu tun? Das weiß ich noch nicht. Sie haben meine Unterstützung. Ich werde zusammentragen, was wir haben. Danke. Bitte. Macht nichts, wenn es schnell geht. Toiletten sind da hinten? Ja, genau, dort entlang.
Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Das hoffe ich doch. Sind Sie allein? Laufen Sie mir jetzt weg? Wie haben Sie mich gefunden? Frau Kur, ich bin nicht erst seit gestern dabei. Sie machen Fehler. Jemand hat sich über mich erkundigt vor dem Termin. Tja. Thomas Lichter ist Ihnen entkommen, hm? Ja. Frau Kur, Sie haben guten Grund, den Instanzen zu misstrauen. Sprechen wir darüber, auf dem Präsidium. Sie und ich. Sie haben doch gesagt, wir... Ja. Sie hat uns sowieso nichts erzählt. Ihr Mithäftling ist tot. Ihre Geliebte ist tot. Menschen um Sie herum sterben, Herr Lichter. Wir sollten es aufklären, bevor es Sie oder mich erwischt. Lurie Chemicals, kennen Sie? Pestizide, Düngemittel. Die beliefern fast alle Obstplantagen hier. Ja, Marktführer. Monopolist trifft es wohl eher. Millionen Umsätze, allein hier im alten Land. Ihr Institut macht Bodenuntersuchungen auf den Obstplantagen. Ja, alles Routine. Lebensmitteltests, Pflanzenuntersuchungen. Das meiste braucht Frau Oma. Gehen wir mal davon aus, der Mörder von Tanja Rehlitz ist bei Lurie angestellt. Was? Er schlägt in Ihrem Labor zu. Wie passt das zusammen? Ach, es gibt keinen Konflikt zwischen unserem Labor und so einem Multi. Ich habe Papiere gesehen. Unterlagen mit Ihrem Firmennamen drauf. Laborberichte, Rechnungen, soweit man das erkennen kann. Nein, ausgeschlossen. Woher wollen Sie das wissen? Sie sind seit einem Jahr aus dem Geschäft. Die Firma gehört jetzt Ihrer Frau allein. Was hätten Sie gemacht, wenn man Ihnen gesagt hätte, Ihr Mann ist ein Mörder? Bedankt fürs Prügeln, Anketten und fast verbluten lassen. Gern geschehen. Du hast vergessen, den Fingerabdruckscanner neu zu programmieren. Polizei, ich habe ein paar Fragen bezüglich Lurie Chemicals. Die sagen, du bist auf der Flucht. Was denkst du dir dabei? Welche Geschäfte machst du mit denen? Das geht dich überhaupt nichts mehr an. Gibt es irgendwelche Vorkommnisse mit Lurie? Aktuell oder in der Vergangenheit? Nein, ich bekomme Aufträge von denen. Welche Aufträge? Biochemische Analysen, Gutachten aller Art. Die zahlen gut. Ja, ich habe die Rechnung gesehen. Warum hast du dich nicht wieder bei mir gemeldet? Ich habe dir mindestens 100 Mails geschrieben. Ich sollte die sehen. Wir sollten hierher kommen. Wir verschwinden. Los, kommen Sie. Kommen Sie. Hinten raus. SEK. Nein, ich gebe Korn rein. Und zwar jetzt. Und verhafte Thomas Lichter. Ein Ton, die
Ich drücke ab. Haben Sie mich verstanden? Ja. Ich werde Sie jetzt entwaffnen. Bleiben Sie ganz ruhig. Polizei! Die Waffe weg! Legen Sie die Waffe auf den Boden! Der Mann, der Tanja umgebracht hat. Der ist bestimmt nicht allein. Laufen Sie! Laufen Sie! Wie scheißegal ist das denn jetzt? Liebknecht wurde mit meiner Waffe erschossen. Die suchen jetzt eine Polizistenmörderin. Uns gehen die Freunde aus. Da vorne ist Wasser, da können wir nicht weiter, das wissen die. Genau deswegen. Ehringer, das ist die Tatwaffe. Danke.
Der Trecker ist nicht am Haus, dann ist Götz bestimmt im Lager. Was wollt ihr, Ex-Mann, hier? Hat Frau Kohr nichts gesagt? Ich wollte nur noch, dass er verschwindet. Ich hatte Angst vor Thomas. Das ist Kohrs Dienstpistole. Das heißt gar nichts, Anna. Wie viele Schüsse haben Sie gehört? Einen Schuss, Anton, ein einziger. Und mit dieser Pistole wurde geschossen. Liebknecht ist tot. Ihre Waffe. Tut mir leid, ich muss das Lager leer kriegen. Morgen bringe ich die Kisten ins Werk. Ich glaube nicht, dass Ulrike eine Ahnung hat, mit wem sie da Geschäfte macht. So ein Schwachsinn. Sie war die Falle. Sie gehört zu denen. Das kann nicht sein. Ja? Woher wusstet ihr, dass sie hier sind? Liebknecht hat deinen Sender an das Auto deiner Freundin montiert. Er hätte sie vor Lyra Chemicals festnehmen können. Ja, aber nicht Thomas Lichter. Sie musste uns zu ihm führen. Gebe ich nicht ganz so, aber das war gut. Ist ja wunderbar aufgegangen für den Kollegen. Du hast behauptet, Thomas Lichter wäre Kohr entwischt. Sie hat dich angelogen. Halt dich endlich raus aus meinem Job. Dein Job wäre es gewesen, auf Verstärkung zu warten. Du behauptest doch ständig, sie sei unschuldig wie eine Jungfrau. Anna, hör zu. Lass uns beide von dem Fall zurücktreten. Ich bin einmal zurückgetreten. Für diese Frau nicht nochmal. Ach, leck mich, Anton, wirklich. Das habe ich im Auto gefunden. Danke. Kreislauf, viel gelernt. Nicht zuletzt, dass das alte Land nicht so heißt, weil es alt wäre. Holland. Die Holländer haben im Mittelalter hier schon geerntet. Um 1130. Ja. Daher der Name. Woher ich das weiß? Weil ich meinen kleinen Rundgang durch unser Apfelmuseum schon absolviert habe. Und jetzt sind Sie dran. Hereinspaziert. Ich hätte noch ein paar Fragen von der Presse. Muss das sein? Der Herr Blauhemd. Was ist die Überraschung, von der Sie gesprochen haben? Sie bringen mich in Lebensgefahr. In der Öffentlichkeit tut Ihnen niemand was. Ach ja? Ein Kollege ist tot. Warum treffen wir uns hier? Wegen der Dramatik. Die Lurie Chemicals hat sich für eine langfristige Partnerschaft für das Museum entschieden. Keine Einmalzahlung, sondern eine Beteiligung nach Bedarf. Apropos Beteiligung, warum beteiligt sich Lurie Chemicals in großem Stil an Obstexporten aus dem alten Land? Das ist Unsinn. Und wo sind die 114 Tonnen Äpfel geblieben, die Saturn-Export vor einem Jahr angekauft hat? Die Firma ist mir nicht bekannt. Saturn-Export, vor einem Jahr gegründet und 100%ige Tochter von Lorel Chemicals. Wo haben Sie diesen Quatsch her? Also, ein Chemieriese kauft Obst und das Obst wird verladen, aber das Obst kommt nirgendwo an. Das ist ja mal eine abenteuerliche Geschichte, die Sie da aufgedeckt haben. Ja, da haben Sie recht. Das ist fast so, als wären die 114 Tonnen Obst irgendwo auf den Weltmeeren verloren gegangen. Tja, hat hier irgendjemand noch eine seriöse Frage für mich? Sie? Ist da irgendwas dran? Kann man das verwenden? An dieser Geschichte? Ja.
Nein, der muss irgendeine Falschmeldung entnehmen. Ich habe Sie ja eigentlich für schlauer gehalten, Frau Kohr. Ich meine, was soll Ihnen das bringen? Außer weiteren Ärger. Sie töten eine Laborassistentin und einen Polizisten und nennen das Ärger? Sie wissen nichts, ne? Gar nichts, Frau Kohr. Nur ein behinderten Exzentriker im Team. Was mit Ihrem Team? Zwei Ihrer vier Schläger sind im Ausland, sagt die Bundespolizei. Nennt sich betriebsbedingte Versetzung. Ich nenne das ernst. Laufen Sie, Frau Kohr. So schnell und so weit Sie können. Ist er im Haus? Nein. Das ist das eine, Ulrike, aber was hast du mit Leray Chemicals zu tun? Du hast sie mit dem Teufel eingelassen! Die haben Menschen umgebracht! Was soll das, Thomas? Du hast gesagt, du bist allein. Und, haben sie schon weitergegeben? Krass. Dass sie Ex-Mann alleine hielt. Hat sie telefoniert, seit sie miteinander sprechen? Eine Nachricht verschickt? Geben Sie mir Ihr Handy. Ich sehe nach und wir alle beruhigen uns. Sind Sie wahnsinnig? Wie kann ich schwimmen? Ich weiß. Ja. 114 Tonnen Äpfel. Was war damit? Die Leray Chemicals tötet ihre Assistentin in ihrem Labor. Warum? Sie ertrinkt! Gift! Der Zucker war verseucht! Mit Tetrazylan! Was ist Tetrazylan? Ein Nervengift. Die Analyse hat das bewiesen. Die ganze Plantage. Ich hab's entdeckt. Die Wirte waren alle extrem. Das ist deren Schuld. Das ist ein Riesenskandal. Warum Tanja Rehlitz? Wieso wurde sie umgebracht? Weil die sie mit Ihnen verwechselt haben, oder? Sie haben die Leray mit ihrem Wissen erpresst. Jagdgewehr. Kaliber 308 Winchester. Wir haben die Nummer. Wieso ist die Waffe nicht zugeordnet? Das dauert. Es gibt kein Bundesregister. Und manche Stadt- und Kreisverwaltungen arbeiten noch immer mit Karteikarten. Das ist doch ein Witz. Nope. Nur das alte Land. Konzentrieren Sie sich auf die Ordnungsämter im alten Land. Ja.
Sie können mir ruhig glauben, ich habe keine Adresse. Ich weiß nicht, wo Lichter ist. Ich habe eine Telefonnummer. Lichter hat versucht, mich zu erreichen. Im Handy da hinten. Sie sind verhaftet. Was? Was denn? Überrascht? Thomas Lichter ist in Lebensgefahr. Wir finden ihn. Herrgott, noch mal, die sind schneller. Ulrike Lichter hat Bodenproben untersucht. Ganze Landstriche sind auf Jahre ruiniert. Deshalb kauft der Konzern heimlich das giftige Obst. Und wenn das rauskommt, sind die für immer erledigt. Ja? Ihre Mutter. Machen Sie es kurz. Ja? Ich bin im Haus von Weilerich. Wollte die Wunde versorgen. Hier sind zwei Männer, die haben nach deinem Verwundeten gefragt. Und ist jemand im Haus? Nein, niemand da. Sagt die Tetrazylan was? Nierenkrebs, Leberversagen, je nach Dosis. Tödliches Zeug. Wieso? Schau mal. Okay, danke. Bleib bitte im Haus, ja? Anton! Sie hört mir nicht zu. Keiner hört mir zu. Sarah, was? Bleiben Sie stehen! Zimmer! Anna! Götz Weiler. Die Nummer auf dem Waffenteil. Das Gewehr, der Eigentümer. Wir wissen wer, wir wissen wo. Ein Apfelbauer. Ich habe die Handyortung. Ist nicht weit weg von hier. Götz. Sie sind beide verhaftet. Auf die Knie! Los, auf die Knie! Die Hände verschränkt hinter den Rücken. Polizeibeamtin. Dann verstehen Sie, dass wir gründlich sind. Damit kommen Sie nicht durch. Flüchtiger Häftling tötet Beamtin und Freund. Richtet sich selbst. Ich denke, die Schlagzeile. Thank you.
ausbleiben sollen. Du Idiot. Das war deine Chance. Deine einzige. Ihre Kollegin Frau Kohr hatte ich bereits kennengelernt. Andere Abteilung. Und was machen Sie? Hauptsächlich Verhaftungen, Herr Teufel. Ihre Hände bleiben da, wo ich sie sehen kann. Seien wir ehrlich, keiner will dich so richtig. Du bist kein Teamplayer, Sarah. Vielleicht versuche ich es doch mit meiner Frau. Beruflich. Ich bin Staatsanwalt. Ich bestimme, wie ermittelt wird und wen ich einsetze. Ich will dich. Ruf mich an.